nimm's lieber auf und tu's nachher hochladen. YouTube empfängt nicht genügend Videodaten, um ein flüssiges Streaming ohne Zwischenspeicherung gewährleisten zu können, steht oben dran. Mhm. Hast du 10 Sekunden Puffer eingestellt? Ja, habe ich. Hm. Und wie viel Puffer hast du so noch als MB gewählt? Bei OBS? Mhm. Falsche Taste getroffen. Ich dachte, Kuckuck schreit. Fahren sie jetzt alle auf derselben Seite rauf oder fährt einer auf der anderen Seite auf? Wir folgen dir. Ja, weil. Komm, lass mich mal her. Wieso habe ich denn da so viel Bahn freilassen sollen? Ja, gehört es sich dann. Wollte gerade in der Einstellung gucken, warum das so bescheidenes Bild heute ist, ja. Kindern hab ich das WLAN schon weggenommen, das da dran kannst nicht. Wieso ist das zweite Engel gekippt? Böser, böser, böse. Oh, wow. Also Tom musst du nicht wundern, wenn es mal irgendwann so ein bisschen warm in deinem Rücken wird. Ne? Das soll, dass sie irgendwie anfangen zu kokeln, aber klar. Rebellion in der Familie. Die kannst du irgendwann vor der Tür stehen so, wir sind das Volk, wir sind das Volk. Also, das sind die Gedanken, Mann. Ich glaube, du kannst mal Franz abtanken gehen. Verbindungsverzögerung ist in 10 Sekunden eingestellt. Mhm. Und das andere ist, maximale wieder... Erholungsversuche 20. Mhm. Ich muss erstmal ein bisschen rüberschieben. Ups, das war es nicht. Ich muss mal ganz kurz abbrechen. Mhm. Ja, ihr schreibt mir immer, ob Windows gerade ein Update hat. Das kann sein, weil Windows hat halt einige Updates. Ja, das war am Sonntagvormittag auf immer, da hat das. Ja, ich hab Dauer-Updates gehabt und gestern habe ich auch noch mal gehabt für mein Office. Oh, da haut schon einiges raus. Wenn ich die FPS-Werte auf 30 stelle anstatt 60, hilft das was? Da werden höchstens die Pakete kleiner, was du sendest. Dann ist es vielleicht besser. Ah, da fährt einer hinter mir. Wir schauen, dass ich die Spur ein bisschen rüberlege. Ja, ich hab schon angehalten. Ja. Mal sehen, wie das Bild jetzt aussieht. Ist der eine, der jetzt hier bei Twitch Übertragung angefangen hat, abends mit meiner Map. Da hat er am ersten Tag auch massig Probleme. Wird auch nicht viel besser. Die ganzen vom Wochenende wieder da sind.
ein Uhr auf dem linken Bildschirm geguckt und mit ein auf dem rechten und hab mich erstmal am Boden gewickelt. Ja, das ist gefährlich. Gut, mir dass ich nur eins. Ah, die Gatti. Ein bisschen noch weiter rüber schieben. Es scheint besser geworden zu sein, aber ruckelt auf alle Fälle jetzt YouTube-Kanal nicht mehr. Wenn du machst so, nimmst auf und nachher lass drauf. Kann aber auch sein, dass da die Prozessor, dass es so hoch ausgelastet ist, der CPU. Dann kann es auch ruckeln. Gut, einer hinter mir. Ja, vielleicht hat er eine Beule drin. Macht es halt alles, der Stadt. Da hupst du schon nur und dann sowas. Der Curtis, einmal mit Profis. Da kommt schon einer. Oh, ich bin voll. Brille ist voll. Ha! Geil! Sorry. Achtung! Ja, sieht läuft bei euch, der Drescher. Drescher hat aber letztes. Das war ein dickes Leck. Ich mach eine Pirouette, aber hier verfahren. Passt das ja. Boah, da hat einer das Licht eingeschalten. Richtig schwer ist immer noch. Perfektes Timing. Jetzt noch ein Tempomat rein.
Ah. Nun fehlen wieder 5 Meter, wie immer. Der Typ beschwert sich immer noch. Jetzt ist es nicht mehr rot, jetzt ist es nur noch gelb. Also Übertragungsqualität ist bescheiden bis beschissen. Irgendwas will heute bei mir nicht. Wie hast du denn eigentlich, wie viel ladest du denn eigentlich ab? Was meinst du mit abladen? Wie viel Megabyte pro Sekunde? Warte mal, ich habe eine 50er Leitung und 42 hat ich mal gemessen, was hier ankommt. Ja, aber wie viel sendest du? Wo kann ich denn das auslesen? Also, dann würde ich dir empfehlen, deine Übertragung abzuschalten. Machst du bei speedtest.net einen Speedtest. Weil da kannst du... Du sendest ja nach Frankfurt am Main, oder? YouTube, oder? Ich denke mal schon als nächstes gelegenes. Hier wird es nichts... Das kannst du ja einstellen. Ach so? Bei OBS. Ach, bei OBS? Kannst du einstellen, also die Plattform, und da kannst du auch den Ort einwählen. Für mich ist jetzt Beispiel die Tschechei näher. Hm? Vielleicht machen jetzt, weil Windows Update gemacht hat, vielleicht machen jetzt alle anderen hinterher auch noch ein Update diese Woche. Ja, da musst du deine Einstellung kontrollieren, was du gemacht hast schon einmal, ob die noch da sind. Weil das also setzt meistens die Einstellung zurück. Verstehst du, die Berechtigungen, was du jetzt bei einschränken willst. Ja, das muss man noch untersuchen. Warte, Franz, ich komm vorbei. Mhm. Das sieht gefährlich aus, wenn du da anrauscht. Aber der hat eine geile Füllplane, hat der Hänger. Guckst du wieder nur auf die zwei Knüppeln, die auf den Hänger sind? Knüppeln? Welche Knüppel? Knüppeln! Was ein Knüppel ist. Deine Hügelchen. Das ist so, dass da nur eine Dutzende ist da. So, jetzt können wir die Ablage einschalten. Das mit YouTube wird heute nichts mehr. Ich muss noch mal die ganzen Einstellereisachen kontrollieren. Irgendwo hat sich hier was verstellt. Letztens ging es noch ganz gut. CPU-Auslastung habe ich 28% hier unten. Und Kilobit pro Sekunde 3300. Hier unten kannst du es lesen. Ja, aber wie viel hast du von einem Provider? Das weiß ich nicht. Also der Rechner ist fast gar nicht ausgelastet mit 130%. Komm, ich glaube, du bist voll. Hab ich mal hier noch ein paar Zahlen zurückgenommen?